Servus und herzlich willkommen. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich nehme den Panasonic-Fernseher aus der M330e-Serie unter die Lupe. Alle wichtigen Infos und Links dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Also packen wir es an. Also fangen wir mal mit dem Äußeren an. Dieser Fernseher kommt ganz klassisch in Schwarz daher. Mit dem Standfuß zusammen misst das Schätzchen 55,3 cm in der Breite, 37,2 cm in der Höhe und ist 13,4 cm tief. Ein Leichtgewicht ist er obendrein mit seinen 3,75 kg. Jetzt zum Clou. Ihr könnt ihn auch an die Wand hängen. Ja, richtig gehört. Dank der WESA-Halterung mit 75x75 mm lässt er sich easy peasy montieren. Perfekt, wenn ihr nicht so auf klobige TV-Möbel steht und den Raum luftig halten wollt. Und das Design? Einfach elegant. Der schmale Rahmen macht ihn zu einem echten Hingucker, ohne zu sehr im Mittelpunkt zu stehen. Durch die kompakte Größe passt er super in kleinere Räume, sei es das Arbeitszimmer oder das Gästezimmer. Echt praktisch, oder? Jetzt zum Herzstück, dem Bildschirm. Der bringt ein HD-Display mit einer Diagonale von feinen 32 Zoll mit und einer Bildwiederholfrequenz, die sich zwischen 50 und 60 Hertz bewegt. Die Farben kommen mit einer Tiefe von 8 Bit daher, was schon mal nicht schlecht ist. Die Technik hinter dem Bild? Eine VA-Matrix gepaart mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Klingt nach einem guten Match, um ehrlich zu sein. Bei der Energieeffizienz landet der Fernseher in der Klasse E und verbraucht im Schnitt 26 Kilowattstunden auf 1000 Stunden. Also ganz okay, würde ich sagen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie schaut's aus mit der Bildqualität? Echt spitze, sag ich euch. HD und LED machen sich richtig bezahlt. Ob schnelle Actionfilme oder atemberaubende Naturdokus. Die hohe Bildwiederholrate und die starken Kontraste holen alles raus. Die Bilder? Dynamisch und lebendig. Mit tiefen Schwarztönen und einem strahlenden Weiß, das die Szene zum Leben erweckt. Einfach klasse, wie die Farben auf dem Bildschirm zum Ausdruck kommen. Und wie steht's um den Sound? Der Fernseher hat zwei Lautsprecher an Bord, die zusammen auf eine ordentliche Leistung von 12 Watt kommen. Für den täglichen Gebrauch passt das schon, aber wenn's mal ein bisschen mehr Bums sein darf, zum Beispiel für den Filmabend oder wenn die Lieblingsband ihr neues Konzert streamt, dann könnt ihr ganz leicht ein Heimkinosystem oder eine Soundbar dranhängen. Möglich macht's der optische Audioausgang oder ganz klassisch ein HDMI-Kabel. So bekommt ihr das volle Klangerlebnis, das diesem Bild gerecht wird. Egal ob leise Töne oder der volle Sound, ihr seid bestens ausgerüstet. Okay, jetzt mal ein wichtiger Punkt. Smart TV. Also hier muss ich euch gleich mal aufklären. Dieser Fernseher ist kein Smart TV. Aber, und das ist das Schöne, er lässt euch trotzdem nicht im Stich, wenn es um Unterhaltung geht. Denn was er mitbringt, ist ein USB-Media-Player. Was heißt das für euch? Ganz einfach. Ihr könnt eure eigenen Sachen abspielen, sei es von einem USB-Stick, einer Festplatte oder direkt von der Kamera. Egal ob Musik, eure liebsten Serien, Spiele oder die neuesten Urlaubsfotos. Alles kein Problem. Das macht den Fernseher super fürs Kinderzimmer, weil ihr genau kontrollieren könnt, was läuft. Und dann die Sache mit dem Empfang. Egal ob ihr im Schlafzimmer Fernsehen wollt oder sonst wo, der integrierte HD Triple Tuner macht's möglich. DVB-T2, Satellit, Kabel, er nimmt alles. Plus, dank der vielen Anschlüsse, unter anderem HDMI, seid ihr mega flexibel in der Aufstellung. Also, auch ohne Smart TV-Funktion lässt dieses Gerät kaum Wünsche offen. Ich habe die Kundenrezensionen studiert. Negatives: Bildqualität mangelhaft. Positives: Preis-Leistung top. Standfuß leicht montiert. TV-Einrichtung kinderleicht. So, liebe Leute, damit sind wir durch mit unserem Test des Panasonic-Fernsehers aus der M330e-Serie. Interessiert euch dieses Modell? Wollt ihr den aktuellen Preis checken? Dann schaut doch mal in die Beschreibung unter diesem Video. Da habe ich alles verlinkt, was ihr braucht. Falls ihr noch Fragen habt, nur raus damit in die Kommentare. Ich freue mich, sie zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Das nächste Video ist schon in Arbeit und um nichts zu verpassen, aktiviert am besten die Glocke. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und bis bald.